Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mars Brownies. Nur, dass es heute gar nicht um Mathe geht, sondern um Deutsch, nämlich um die textgebundene Erörterung. Das ist ja eine Vorform des wissenschaftlichen Schreibens und wird in der Oberstufe immer gerne gemacht. Dieses Video richtet sich an Anfänger in der textgebundenen Erörterung und sollte nicht benutzt werden, um jetzt damit die perfekte Abiturarbeit zu planen. Da müsstet ihr nämlich ein bisschen mehr bedenken als das, was ich jetzt gerade sage. Okay, woraus besteht so eine textgebundene Erörterung? Normalerweise aus Einleitung, Hauptteil und Schluss, wie so jeder Aufsatz. Allerdings die Besonderheit ist, der Hauptteil besteht aus einer Analyse der Quellentexte, die man meistens gestellt bekommt, und einer Auseinandersetzung mit dem Thema. Diese Quellenanalyse ist das, was bei einer normalen Erörterung nicht mit dabei ist und worauf ich jetzt erstmal dann gleich noch ein bisschen eingehe. Erstmal zur Einleitung. Was gehört in die Einleitung? Ganz schnell. Titel, Autor, Text, Sorte, Thema, Zeit und Inhalt. Ne, Tazi, sagen meine Schülern dazu. Beim Thema ist zu beachten, Besonderheit der textgebundenen Erörterung, dass man das Thema der Texte hat und das Thema der Erörterung, und das muss nicht zwingenderweise dasselbe sein. Ihr müsst also genau die Fragestellung angucken, was sollt ihr denn erörtern, und dann angucken, worüber schreiben die Texte. Natürlich, wenn die schon irgendwas so grob damit zu tun haben, aber es macht halt schon einen Unterschied, wenn ich erörtern soll, ob Computer dumm machen, wenn ich dann einen Text habe, der als Grundlage alle Vor- und Nachteile von Computern hat. Ah, dann sagt der Text, listet Vor- und Nachteile von Computern auf, und ich erörtere als Auszug daraus jetzt, ob Computer dumm machen. Häufig hat man ja mehr als einen Text zur Verfügung, zumindest so in der Realität. Wenn man wirklich eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, dann geht das ja los mit 5 bis, also nicht 500, kommt drauf an, Texte, die man da als Grundlage hat. Typischer Aufbau einer Einleitung für eine schulische textgebundene Erörterung wäre also heutzutage, macht man irgendwie einen Aufhänger. Warum erörtert man gerade dieses Thema? Warum ist das interessant? Warum sollte der Leser diese Erörterung überhaupt lesen? Und um welche Fragestellung geht es? Zu diesem Thema haben sich auch Autor XY in Text 1 und AB in Text 2 geäußert. Kann man dann Jahr und Textsorte in Klammern nennen? Man kann das auch irgendwie anders einpflegen, wenn man das anders möchte. Und dann eine ganz kurze Inhaltsangabe der beiden Quellentexte oder des einen Quellentextes, wenn man nur einen hat. Also XY vertritt dabei die Position das, während AB darstellt wie, wenn man dann zwei Texte hat. Wenn man nur einen Text hat, dann fasst man eben nur diesen einen Text ganz kurz inhaltlich zusammen. Und dann legt man los mit der eigentlichen Analyse. Das Ziel der Textanalyse, der Quellenanalyse, ist es, dem Leser den vermutlich unbekannten Text nahezubringen. Also in der Klausur hat euer Lehrer natürlich den Quellentext, da ihr ihn ja ausgesucht hat, auch gelesen. Aber in der echten Wissenschaft ist es im Allgemeinen so, dass man nicht alle Texte gelesen hat, die der spezifische Autor jetzt gerade als Grundlage für seine Auseinandersetzung hatte. Deswegen ist es wichtig, dass die Analyse so geschrieben ist, dass der Leser hinterher einen Eindruck von dem Originaltext hat, ohne den Originaltext selber gelesen zu haben. Für die Schule ist es auch wichtig, dass ihr in der Analyse zeigt, dass ihr die Struktur des Textes durchschaut habt. Also welche Argumente nennt er und was sind einfach nur Beispiele und was ist Füllwörter, die ihr benutzt, um seinen Text länger zu machen. Diese Füllwörter lässt ihr natürlich weg, ihr schreibt dann einfach, also er hat die und die Leitthese und welche wichtigen Argumente benutzt er, um diese Leitthese zu stützen, welche Kontraargumente bedenkt er vielleicht auch und welche Besonderheiten prägen den Text. Also möglichst übersichtlich die Argumente zusammenfassen, die wichtigsten auch direkt nennen, irgendwelche Argumente, die der Autor noch nennt, die aber mit dem Thema eurer Erörterung jetzt direkt nichts zu tun haben sollten, gerade in der 90-Minuten-Klausur dann nicht ausführlich dargestellt werden. Da kann man dann höchstens noch erwähnen, der Autor lässt sich auch über die sozialen Nachteile der Computer aus, das spielt jetzt hier aber keine Rolle, da es bezüglich der Fragestellung nicht relevant ist. Besonderheiten des Textes, also Besonderheiten, je weiter man in der Oberstufe voranschreitet, desto mehr geht es da um sprachliche Besonderheiten. Wenn man mit dem Erörtern gerade erst anfängt, dann kann man sich erstmal darauf konzentrieren, ob der Autor bestimmte Arten von Argumenten besonders häufig benutzt, also besonders häufig ein Faktenargument, besonders häufig Autoritätsargumente, normative Argumente oder vergleichende Argumente. Es gibt ganz viele Sorten von Argumenten, das wären so die vier wichtigsten.
Man kann darauf eingehen, ob der Autor nur Pro- oder nur Kontra-Argumente nennt. Man kann darauf eingehen, ob der Autor eine bestimmte Sprache hat, die man eher für vielleicht nicht so besonders optimal hält. Na, wenn er da von Idioten oder weiß nicht, Unterschichtlern oder sowas redet. Wenn er von seinen Gegnern redet, dann ist das eher beleidigend und diffamierend. Es kann auch sein, dass der Autor sehr plakativ argumentiert, dass er also sehr oberflächlich bleibt und eigentlich gar nicht so wirklich begründet, sondern einfach nur eine These hinter der anderen knallt, ohne dass er da irgendwelche Nachweise für hat. Wichtig ist natürlich, wenn ihr irgendeine Besonderheit entdeckt habt, dann müsst ihr das auch belegen. Genauso wie ihr eigentlich alles belegen müsst, was ihr in der Analyse macht. Die Analyse strotzt bitte vor Zeilenangaben, denn letztendlich gebt ihr da ja nur den Text des anderen Autors wieder und da müssen halt ganz viele Zeilenangaben rein. Und wenn ihr ein Zitat reinbringt, dann müsst ihr auch erläutern, was ihr unter dem Zitat versteht. Na, den unbekannten Text nahebringen bedeutet nämlich auch, wenn der Autor irgendwas sagt, was nicht so direkt verständlich ist oder was interpretationswürdig ist. Also die Wiese ist grün, das ist nicht interpretationswürdig. Aber zu sagen, Manfred Spitzer behauptet, dass Jugendliche ein Ballerhirn bekommen, wenn sie viel ballern, da muss man dann mal erläutern, was versteht ihr denn unter Ballerhirn? Und dann kann man als Besonderheit erwähnen, dass er das in dem Interview, den ich jetzt gerade mit meinen Schülern als Quelle gelesen hat, eben gerade nicht erläutert. Das ist also nicht so besonders positiv, dass er das nicht erläutert. Aber ihr belegt auf jeden Fall immer, auf welche Textstelle bezieht ihr euch gerade. Und wenn der Autor in Zeile 20 und in Zeile 70 zweimal auf dasselbe Argument eingeht, dann solltet ihr das erkennen und dann eben auch gerade sagen, der Autor nennt folgendes Argument, also vergleiche Zeile 20, vergleiche Zeile 70. Mir ist das immer relativ wichtig, dass die Schüler die Zeilenangaben nicht so mit siehe Zeile in den Text reinschreiben, sondern das kommt in Klammern. Also man nennt das Argument, Klammer auf, Zeile, Punkt. Dann eben die Nummer, Klammer zu. Wenn man das Vergleiche schreiben möchte, dann kann man das auch machen, aber bitte in die Klammer mit rein und auch nur, wenn man dabei sich auf eine längere Textstelle bezieht und nicht auf eine konkrete Zeile. Gut, dann kommt die Auseinandersetzung. Also bei der Auseinandersetzung geht es halt tatsächlich um die sachliche Betrachtung des Themas von beiden Seiten, Pro und Contra. Wichtig ist, dass man da nicht zu früh wertend wird. Man kann schon mal sagen, dass ein Argument nicht überzeugend ist, da muss man aber begründen, warum es nicht überzeugend ist. Man soll sich selber mit den Aussagen der Autoren auseinandersetzen, also eigene Argumente dazu ergänzen und man soll, wenn man zwei Autoren als Quelle hatte, die Bezüge zwischen den Autoren herstellen, also bezüglich der Aussage oder des Arguments. Ein Computer im Kinderzimmer schadet den Schulnoten, sagt der Text 1 das und der Text 2 das und ich selber denke dann noch zusätzlich, dass man das und das noch bedenken sollte. Gut ist es, wenn ihr versucht, in dem Teil der Auseinandersetzung Formulierungen wie ich denke aber zu vermeiden, sondern eher sagt, man sollte bedenken. Also das Wörtchen man ist dann eher das, wenn ihr eine Aussage nicht mit man formulieren könnt, dann ist sie zu persönlich, um in die Auseinandersetzung zu gehören. Und eben dann nicht mehr sachlich. Typischer Aufbau einer Auseinandersetzung wäre entweder ein Sanduhrschema oder ein Ping-Pong-Schema und auch in der Auseinandersetzung wieder ganz wichtig, Belege, Belege, Belege. Wann immer ihr auf die anderen Autoren referiert, auf die Quellen euch bezieht, müsst ihr die Zeilenangabe nennen, von wo ihr die Aussage jetzt gerade habt. Und wenn ihr dabei dieselben Zeilenangaben benutzt wie in der Analyse, dann ist das noch nicht mal verkehrt, weil die Analyse soll ja gerade diese Auseinandersetzung vorbereiten. Und wenn der Text selber, den ihr als Quelle hattet, jetzt nicht besonders lang war, dann läuft das darauf hinaus, dass man häufiger mal dieselben Zeilenangaben hat. Weil die wichtigen Dinge stehen ja eben nur in einer Zeile. Okay, ich gehe noch mal kurz auf die beiden Schemata ein. Wichtig zu erwähnen ist, diese Schemata sind eine Hilfestellung. Und man sollte sie am Anfang auch benutzen, sich also klar für eines der beiden Schemata entscheiden. Wenn man irgendwann nach 50 Jahren an der Universität oder im wissenschaftlichen Dienst gut ist im Schreiben oder man hat Journalismus studiert oder so weiter, dann kann man sicherlich gute und überzeugende Texte schreiben, ohne sich an eins dieser Schemata zu halten. Für den Schüler, der mit dem Erörtern gerade anfängt, ist es aber ziemlich gut, sich für eins zu entscheiden. Das Sanduhrschema heißt Sanduhrschema, weil es eben wie eine Sanduhr verläuft. Man fängt mit dem stärksten gegnerischen Argument ein, sortiert das dann, bis dann das letzte
möglichst schwach ist und dann beginnt man mit den eigenen, also der Position, die man selber nachher einnehmen möchte. Und auch dort zunächst schwache und dann immer stärkere. Also dass man am Ende den Leser von stark auf der Gegnerposition zu stark auf der eigenen Position quasi umgedreht hat. Das Sanduhrschema eignet sich deswegen ganz besonders für Leute, die eine ganz bestimmte Position am Ende einnehmen wollen, entweder genau ganz kontra oder ganz pro. Und ich habe noch mal so ein paar Formulierungen gesammelt, die da vielleicht helfen können. Huch, falsche Richtung. Also, gegen das Verbot spricht. Dies wird auch von XY bekräftigt, ne? Immer Bezug nehmen zu den Quellen, Zeilenangaben dann nicht vergessen. Zusätzlich ist zu bedenken das, da gebe ich dann irgendwas Eigenes rein. Weiterhin gilt das, hierfür spricht auch. Und dann kann ich so einen ganzen Pro-Block, also weiß ich nicht, pro das Verbot von gelben Gummistiefeln. So, und dann wende ich die ganze Sache auf, der Gegenseite steht das. Und dann kann man auch wieder Bezug nehmen auf oben, das Verbot abzulehnen, weil es unnütz sei, ist nicht förderlich da. Also dann nehme ich mir ein Argument, was ich von den Gegnern eben vorher erläutert hatte, was ich auf der Gegnerseite auch mit irgendwelchen Überlegungen oder Texten gestützt habe, greife das nochmal ganz kurz auf und entkräfte es dann. Das ist auch durchaus eine Möglichkeit, was man dann in der eigenen Position machen kann. Man sollte sich allerdings nicht im reinen Entkräften verhalten, sondern man sollte schon auch noch Sachen, nicht nur die Gegnerseite ist doof, die Gegnerseite ist doof, sondern man sollte halt auch sagen, meine Seite ist gut, weil. So, und dann noch eine Formulierung, die ich jedem immer ans Herz lege, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann schreibt man zu ergänzen, ist das. Dann kann man immer noch mal was Eigenes hinten dran fügen. So, Ping-Pong-Schema. Das Ping-Pong-Schema heißt Ping-Pong-Schema, weil man halt wie bei einem Ping-Pong immer hin und her springt zwischen Pro und Contra. In meinem Schema habe ich jetzt mit Pro angefangen. Ping-Pong-Schema ist geeignet, wenn man am Ende sich selber auf einen Kompromiss einigen möchte, weil man sowieso schon immer zwischen den Positionen hin und her springt. Ping-Pong-Schema ist sprachlich schwieriger als das Sanduhr-Schema, deswegen empfehle ich es auch nicht für Anfänger. Das Ping-Pong-Schema ist deswegen sprachlich schwieriger, weil man zunächst einmal sich ganz fürchterlich anstrengen muss, Pro und Contra zu trennen. Na, dass dem Leser jederzeit klar ist, jetzt bin ich bei Pro, jetzt bin ich bei Contra, jetzt bin ich bei Pro, jetzt bin ich bei Contra. Und nicht irgendwann da steht, hä, wofür argumentiert denn der jetzt eigentlich? Beim Ping-Pong-Schema ist es außerdem schwierig. Ein ideales Ping-Pong-Schema ist so eine Kette von Argumenten, die immer inhaltlich Bezug aufeinander nehmen, ohne dass die Argumente aber gleich sind. Also Pro 1 und Contra 1 haben was gemeinsam, Pro 2 und Contra 1 haben was gemeinsam, aber dabei ist Pro 1 und Pro 2 nicht dasselbe. Und das sprachlich so hinzukriegen, dass dann die inhaltlich immer zusammenfassen und passen und optimalerweise sich auch noch ständig gegenseitig entkräften, das ist ganz schön anstrengend, manchmal sogar unmöglich. Ich mache mal so ein Beispiel, wie das gehen könnte von den Formulierungen her. Also AB behauptet das, dies ist schlüssig da. Ich habe also das Pro 1 genannt und auch noch kurz unterstützt. Dagegen spricht allerdings das, bin ich bei Contra 1. Zu bedenken ist auch das, bin ich bei Pro 2. AB unterstützt dieses Argument mit der Aussage, das ist immer noch Pro 2. Ich bleibe also noch kurz da und verstärke das. XY stellt hingegen fest, das, dann nehme ich Bezug auf den anderen Text und bin schon wieder bei Contra 2. Und so geht das dann immer weiter. Wichtig ist noch, dass man die Auseinandersetzung, den inneren Aufbau der einzelnen Argumentenblöcke, also auch das ist wieder nur eine Empfehlung, womit man anfangen kann. Insbesondere die Reihenfolge kann man später ändern. Aber für Anfänger im Schreiben von Erörterungen empfehle ich, dass man erstmal sich an diesen Dreiklang hält, nämlich These, Argument, Beispiel. Also man beginnt mit der These oder dem zu diskutierenden Argument aus der Quelle. Also wenn die Leitthese war, Computer machen dumm oder machen Computer überhaupt dumm, dann hätte ich jetzt das Argument, ein PC im Kinderzimmer schadet den Noten. Das Argument kommt vielleicht aus meiner Quelle und ist ja eindeutig eigentlich ein Argument der Pro-Seite. Ja, Computer machen dumm. Und dann würde ich das eben nennen, wie Autor AB sagte, nee, Quatsch, aha, wichtiger Hinweis, immer alles im Präsens. Also wie Autor AB sagt, kann ein Computer im Kinderzimmer den Noten schaden.
Dies wird auch durch Studie XY belegt. Na, da kommt also ein weiteres Autoritätsargument dahinter. Dann kann ich noch ein weiteres Faktenargument, alles was das zu diskutierende Argument oder die These jetzt gerade stützt. Und wenn ich einen Ping-Pong mache, dann kommt anschließend alles das, was das dann entkräftet. Und wenn ich möchte, kann ich dann auch noch Beispiele oder Veranschaulichungen einfügen. Wenn ich ein Sandro-Schema mache, habe ich den Vorteil, dass ich halt erstmal alles, was sich auf irgendwie Computer im Kinderzimmer bezieht, was da irgendwie mit zu tun hat und was irgendwie dafür spricht, dass das schädlich ist, das nenne ich erstmal alles und irgendwann weiter unten kann ich auf alles eingehen, warum Computer im Kinderzimmer vielleicht doch gut ist. Ich muss das nicht direkt aufeinander beziehen, sondern kann das einfacher sortieren. So, ach ja, genau, Beispiel Veranschaulichung noch kurz sagen. Also Beispiele sollten bitte wirklich auch Beispiele sein, die... Entschuldigung, das ist hier verloren. Beispiele sollten auch wirklich Beispiele sein, die konkrete Beispiele sind und nicht einfach irgendwie ganz allgemeine Aussagen. Also nicht jemand, der einen Computer im Kinderzimmer hat, kann auch gut sein. Das ist nämlich eigentlich schon ein Argument, sondern Peter, der einen Computer im Kinderzimmer hat, ist aber unser Klassenbester. Das ist ein Beispiel. Okay, auch hier immer wieder dran denken, wenn ihr Argumente aus fremden Texten nehmt, dann immer schön belegen. Und am Ende kommt man hoffentlich zum Schluss. Im Schluss fasst man nochmal die wesentlichen Punkte der Auseinandersetzung zusammen und bewertet dann, welche Argumente haben mich besonders überzeugt und schlussfolgert dann, welche Position nehme ich daher ein. Und wenn man ganz elegant ist, dann macht man noch einen Ausblick oder weitere Problematik, dass man so ein bisschen, also ich habe jetzt hier über Computer machen dumm, erörtert. Ich könnte jetzt aber noch über die weiteren Vor- und Nachteile, die muss man da auch noch mit einbedenken oder irgendwie sowas. Sprachliche Formulierungsvorschläge von mir wären da sowas wie zusammenfassend ist festzuhalten, dass besonders überzeugend fand ich die Aussage, nachdenklich gestimmt hat mich aber auch der Hinweis auf. Das sind dann also, welche Argumente haben mich überzeugt. Da kann man auch ruhig sagen, das Pro-Argument hat mich überzeugt und das Kontra-Argument und deswegen komme ich jetzt zu folgendem Kompromiss. Man kann aber auch sagen, das Pro fand ich gut und das Pro fand ich gut und deswegen komme ich jetzt voll auf die Pro-Seite. Daher denke ich, das wäre dann so eine Schlussfolgerung, die die eigene Position kennzeichnet. Und dann zum Ausblick, in Zukunft sollte man also, problematisch ist aber weiterhin, ne, also weiß nicht, wenn man jetzt erörtert hat, dass Computer Langzeitschäden am Gehirn auslösen und dass man sich deswegen überlegt, dass man so einen Kompromiss möchte. Sie sind ja nicht immer schädlich, man sollte aber so in Maßen handeln. Dann könnte man sagen, problematisch ist an diesem Kompromiss allerdings die Tatsache, dass nicht alle Jugendliche sich von Lehrer- oder Elternseite ihre Nutzungszeiten vorschreiben lassen möchten und dass Verbote besonders Attraktivität hervorrufen. Das hat man vielleicht vorher schon erörtert. Aber das kann man dann auch nochmal betonen, warum man denkt, dass der eigene Kompromiss vielleicht ein bisschen unrealistisch ist. Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Kommentare gerne unten und drunter und Fragen auch gerne in die Kommentare.